Ja, guten Morgen, meine Freunde. Herzlich willkommen auf dem Kanal Jensis Welt, Mopparbetagen und mehr. Ich sitze jetzt hier an der 16 in Lösnig und jetzt geht's Richtung Messe. Haben wir gesagt, neue Messe. Und ja, dann schauen wir mal, was wir heute alles erleben. Zumindest werden wir erst einmal hinfahren. Dann muss ich dann erstmal was essen, weil ja, ich habe nicht richtig gegessen. Ja, mein Radesel nehme ich mit, den lasse ich ja nicht stehen. Sonst stehen nämlich Vierer da oder Zotterradmausen sie mir. Weil ich sage mal, das ist das Viertel hier, das ist nicht so gut. Ne? Mehr sage ich dazu nicht. Gut. Ja, dann melde ich mich wieder, wenn wir dann angekommen sind an der Endstelle. Und dann schauen wir doch mal, was wir da heute alles erleben. Aber das ist noch lange nicht so weit, denn es ist jetzt erst einmal 7.30 Uhr. Das heißt, ich fahre bei Zeiten los, denn ich will ja auch noch in aller Ruhe noch was essen, dort auf der Messe. Man kann ja schon eher reingehen, das ist da ja. Und ja, dann auch schon noch was essen. Und dann begeben wir uns zu 3:30 Uhr. Denn dort ist die Modellbahn. Jetzt befinde ich mich hier auf dem Messegelände, also davor. Ja, und jetzt werde ich mir erstmal einen Platz suchen, wo ich mein Fahrrad anschließen kann. Ein weg vom Schuss. Und ja, dann begeben wir uns in die Hallen. Ne? Ich habe mir ja schon eine Karte geholt, online. Und die nutze ich natürlich dann auch. Die anderen müssen natürlich anstehen. Ich habe mir rechtzeitig so eine Karte geholt. Die habe ich schon geholt, als die veröffentlicht wurde. Hat es jetzt 1 € gekostet und ist eine Tageskarte. Die kann man jetzt 3 Tage lang nutzen. Ich habe ja aber nur einen Tag. Ne? Nur einen Tag. Freitag. Den Samstag muss ich ja wie gesagt arbeiten. Vielleicht fahre ich am Sonntag nochmal hin. Wenn da noch Geld übrig ist. Den habe ich ja auch frei. Aber ich denke mir, so schlafe ich dann eher aus. Gut. Ja, dann suche ich mir jetzt den Platz für mein Fahrrad. Und dann begebe ich mich auf das Gelände. Da gibt es dann die ersten Bilder. Ich werde natürlich nicht kommentieren, ist klar. Und wenn wir dann in die Halle 4 gehen, wo da unten eine Modellbahn ist, dann werde ich nochmal eine Ankündigung machen, was ich jetzt als erstes anschaue. Aber ich denke mal, ich werde zuerst mich um meine geschäftlichen Sachen kümmern und dann mache ich dann Videos und Bilder. Ne? Geschäftliche Sachen meine ich natürlich. Ich gucke erst einmal, was es so alles Schönes an Verkaufsmaterial gibt. Ne? Rollmaterial, Signale und so. Ne? Das ist, was ich meine. Also, bis später. Ja, Freunde. Und wir haben es jetzt 9.20 Uhr und ich bin schon drin, weil, ja, ihr wisst ja, da hat ja jemand einen Stand und den kenne ich. Und das Gute ist, dass man dann halt alles in aller Ruhe angucken kann und filmen, ohne die Menschenmassen, die sonst immer zu sehen sind. Vielleicht habe ich auch schon was gekauft im Angebot. Natürlich mit Rabatt, logischerweise. Das zeige ich euch aber später. So, jetzt geht's aber los mit den Sachen, die hier ausgestellt sind. Ihr seht, kaum Leute da. Ich muss auch immer wieder ausmachen, weil ich halt auch nicht mal Zeit gucken will. Thank you.
die Mini-Version vom ICE 4. Könnte man hier auch nachstellen, ne? Das ist eine sehr schöne Endanlage hier. Schönen Dank dazu. Cool als die Kesselwagen, ja. Wenn du nur, ja. Sind bestimmt italienische, gehe ich mal davon aus.
Freunde, jetzt können wir nochmal filmen. Mein Geld ist nämlich alle. Leider. Mein Sondergeld komme ich nicht mehr ran, keine Ahnung warum. Das ist irgendwie gesperrt. Da müsste ich bis zum 1. warten. Kann man nicht machen. Dann gucken wir uns jetzt alles an. Und ich mache genug Bilder und Videos. Ja, das mit dem Schnee, das ist immer so eine Sache, ne? Wenn man dann die Züge auch noch weiß macht, dann gibt es ja bestimmt irgendwelches Mittel, was man dann wieder abmachen kann, denke ich mal. Naja, du musst das fast lassen. Was du das einmal oben hast, musst du das fast lassen. Ich habe das nämlich bei meinem Klassik-Express vorgehabt, aber... Viel Vergnügen. Sehr Vergnügen. Ja, jetzt habe ich gerade ein interessantes Gespräch gehabt. Da fährt man ganz schnell durch die Gegend. Hannover. Ah, Icarus-Bus, cool. Den habe ich auch gesehen. In der anderen Stein. Und eine sehr schöne Spurenanlage, ne? Bilder mache ich natürlich auch noch, keine Sorge. Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Bin ein bisschen geschockt, wie schnell das Geld alle war, was Schmidt hatte. Dafür aber zehnmal neu waren. So jetzt so. Will keiner. Ja, wir sind ja in der Industrieanlage am Güterbahnhof hier. Nicht schlecht. In der Parotei gehe ich mal davon aus. Ja, das stellt er gerade auch. Aber nicht in der Farbe. Ich hoffe nicht, dass ich da schon runterkomme. Mit den Bildern und den Videos. Der Schienenbus da unten, der zieht seine Runden. Der hat seinen eigenen Stromkreis wahrscheinlich. Alles andere fährt noch nicht. Wird bestimmt gleich losgehen, gehe ich mal davon aus. Weil wir haben gerade vor 5 Minuten offiziell geöffnet.
Geil. Einer, der da drin steht, oder Feier? Ne, ja, Feier, genau. Was ist das? Ah! Na, Leute, wisst ihr, was das für ein Bahnhof ist? Jeden Tag bin ich da. Morgen auch wieder. Cool. Das ist schon geil. Aber ich glaube, die Brücke, die gibt es, glaube ich, nicht bei uns. Wundert euch bitte nicht, dass ich alles durcheinander filme. Ja. Also ich mache das hier nicht Reihenfolge Deutsche Reichsbahn, DB und sonst was. Ich filme das, was ich als erstes sehe. Und ja, ich hoffe, das ist okay für euch. Das ist zum Beispiel eine, glaube ich, das ist Spur 0, amerikanischer Style. Sieht man ja auch hier. Und dann die Signale, die sind so. Hier haben wir lustige Signale. Da geht er zum nächsten Bahnhofbereich. Zurückgereist ist. Das sieht man schön an den Autos, ja. Das ist, glaube ich, so einer hier, mit dem der Biff dann rumgefahren ist. So. €40, guck mal, jetzt sogar dürfen wir in die Bimmel. Ja.
du schon noch mal Bilder. Tut das verboten, ne? Man wollte noch mal die andere Variante. Sieht man noch was? Ja, das hier ist eine Schmalspuranlage. Ich gehe mal stark davon aus. Feldbahn. Und die Loks an die Lokale. Ich habe sowas noch live gesehen, konnte sogar noch mitfahren mit so einer Lok. Aber nicht mit so einer, sondern mit einer Schelma. Damals in Lieber-Beugwitz. Du Liebe. Ah, das ist so klein. Sehr, sehr schön. Und sehr, sehr groß vor allem. Diese winzigen Loks, was da vom Motoren wohl drin sind. Also bis jetzt fährt ihr gar nicht. Aber kommt sicherlich noch was. Diese Lok, die gerade losfahren sollte, die wollte nicht. Ja, das war so eine Diesellok gewesen, so eine tschechische. Das ist jetzt, glaube ich, eine andere Spur hier. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, TT. Ja, das ist jetzt normal. Also, eine schmale Spur. Ich kann nicht, wenn du mal nicht da wärst. Du bist ja postavený z druhé strany. Jo, no, jestli budeš docela... No, ten by šel dál, ten by šel dál. Ne, nemusím. Skoň. Jo, protože nejsou vyjemný. Takhle, ona je sice nakreslený tady, ale ve skutečnosti se to hlavně tady. No, jasně. Máš to tam hlavně. Tady, když zkuším tadyhle věc, tak můžu stavět z druhé strany. Drei Schienengleis, zwei Schienengleis. Das muss eine komplizierte Weiche sein, ja. Krass. Das ist bestimmt ziemlich kompliziert, ja. Sehr geil. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, die Strecke. Aber leider kommt bis jetzt nicht zu fahren. Vielleicht später, Leute. Aber eine sehr, sehr schöne Anlage aus der Tschechei. Tschechoslowakei. Wo dann sogar die Strecke zusammenführt. Gut, zur nächsten Anlage. So, hier haben wir eine reale Strecke. Und ihr wisst ja, wo das ist.
Ne? Da war ich ja schon öfters im Triebzug zu reinigen. Oder ein Talent. Nicht mehr viel übrig von dem, was man hier sieht. Von Leipzig nach Dresden, Lisa, Rotterdam, BC, nein, auch noch eine kostenlose Bewertung. Jetzt kommt ein V100. Gegenverkehr von der Zeigertonne. Natürlich mit Kohle. So. Sehr, sehr schöne Anlage, aber es scheint wohl technische Probleme zu geben. Ja. Der Wagen ist raus. Was? Freigestellt. Ja. Ja, bei den Schienenstößen ist das wirklich kein Wunder, ja. Doch, doch. Das funktioniert ganz brauchbar. Ja? Okay. Bei einem ist es ja noch schlimmer. Ich habe schon.
steht schon der ICE. Da ist er. Und dann nehmen wir die. Treffen der Generationen, ja. Dann kommen wir mit dem Dampfer. Das ist raus. Zu eng. Nee, erst auf den gleichen Gleis, das geht nicht. Sonst wäre ich nicht hergefahren. Dankeschön. Kommt der noch zu? Natürlich mit Wegfreund, logischerweise. Das sieht ja cool aus. Ja, das Fernglas habe ich gelegt. Das ist das Feind. So, dann gucken wir auf die andere Seite. Das gehört auch noch zu der Anlage. Aber guck mal da. Siehst du, den N gibt's den nicht. Hm, schade. Den gibt's nur in TT. Hm. Sehe ich jeden Tag. So schön, wie das da das Zeug aussieht. Die habe ich auch. Ich glaube, die ist sogar die gleiche Nummer. Ja, die habe ich auch. Ja, was ist das für ein Bahnhof? Ja, wir wollen es nicht. Hey. Jetzt kommt aber der Schienenbus und die müssen noch einbauen. Also auf der eingleisigen Strecke mal kurz, ob man als zweigleisig fahren kann. Das sind die Module, wo man so gut drin ist, wenn nicht nur eingleisig ist. Entschuldigung, da hat der ICE heute auch noch mal. Das gibt es hier ran, oder? Also, hier, nebenan nicht, da ist er gegen das Kuppel drüber. Wollte ich gerade sagen, ich sterbe schon. Das war jetzt eine bescheuerte Frage, wa? Ja, tut mir leid, Leute. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Hier wird man gebaut.
Wieder stellt man so Container zu. Gut. Nee. Drinnen lassen. Gut. Thank you.
ist gespannt. Oh, schweres Zugeglück. Ihr seid frisch am Start. Ich hab ja Geld und uns angedreht. Halt an. Da gab es Kaviar, da gab es Forex, die hatten ja alle Namen gehabt. Das waren ja alle so solche Spinnfäden. Da fährt nichts. Thank you.
Freunde. Ich sitze hier wieder draußen vor Halle 3. Und ich muss euch sagen, es ist leider etwas voll geworden. Ich hätte wohl die Zeit nutzen sollen, wo ich eine Stunde eher drin war, und die Anlagen filmen. Aber da ist ja nichts zu fahren. Das habt ihr ja mitgekriegt. Und jetzt ist es wieder so voll, dass man kaum noch ankommt. Ich werde jetzt noch mal reingehen und noch ein bisschen was fotografieren, zu versuchen zu fotografieren. Und auch ein bisschen was versuchen zu filmen. Aber das kann ich euch nicht versprechen, denn das ist, macht keinen Spaß mehr. Das macht absolut keinen Spaß mehr. Ja, ich habe einiges schon euch ja nun an Impressionen gesammelt. Leider bin ich ja pleiter, da ich ja zwei neue Züge gekauft habe, die ich euch dann nachher zeige. Was ganz Besonderes da ist dabei gewesen. Den Vorteil, dass ich eine Stunde eher rein konnte, habe ich natürlich ausgenutzt und habe dann noch Rabatt bekommen. Und ja, gut. Werdet ihr dann sehen. Könnt ihr jetzt keine Güterwagen mehr holen, keine einzelnen Wagen oder sonst was. Aber das war es mir wert. Denn für den Preis kriege ich das garantiert nie wieder. Nicht mal bei eBay. So, und jetzt begehe ich wieder rein, ins Getümmel. Und sammle noch ein paar Impressionen für euch. Denn alles habe ich noch nicht erwischt. Bisschen was an Spur 0 fehlt mir noch. Nämlich diese große Anlage der Rätischen Bahn, die vermisse ich. Die wollte ich eigentlich auch noch filmen. Ich finde die auch nicht. Ich guck mal, vielleicht ist sie gar nicht da. Mal gucken. Bis später.